Ich grüße euch. Danke, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Ich muss sagen, die letzte Folge wäre fast die letzte Folge gewesen. Erstmal möchte ich mich ganz herzlich an den Raider Dave und den Waterwind bedanken. Ihr habt mir sehr, sehr viele gute Hinweise gegeben und ich denke mal, ich überblicke das Spiel auf jeden Fall wesentlich besser, als ich das noch vorher gemacht habe. Ich habe mir jetzt auch, wie vom Waterwind geraten, die Mystic Quest Karte ausgedruckt. Ich danke, danke, danke euch. Ihr habt mir echt sehr, sehr viel weitergeholfen. So, und jetzt kommen wir dazu, warum hätte ich fast diese Folge nicht aufgenommen? Ich war am Verzweifeln. Also, soweit ich weiß, auch durch die Tipps, ich muss diese Vase hier zerschlagen, um jetzt weiterzukommen. Problem ist, ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Spitzhacken mehr. Um diese Vasen zu zerstören hier, braucht man ja diese Spitzhacken. Ja, Freunde. Und da dachte ich einfach, okay, bevor ich jetzt diese Folge hier aufnehme, gehst du mal kurz aus dem Verlies hier raus in diese Stadt und kaufst welche. Ist ja kein Problem. Ja, also ihr, die ja das Spiel kennen, ja, das geht leider nicht. Man kann nicht durch die Haupttür des Verlieses gehen. Und so bin ich hier bestimmt eine Dreiviertelstunde hier rumgeirrt, hab Gegner um Gegner geplättet, bis irgendwer mal eine Schatztruhe mit diesen Spitzhacken droppt. Also als diese Spitzhacken gedroppt sind, war ich kurz davor aufzuhören. Ich denke mal, also das ist nicht unbedingt gutes Spieldesign, aber ich denke mal, dass es einfach an der frühen Erscheinung des Spiels anzuraten, wie ihr seht, im Vergleich zum letzten Mal. Ich habe hier eine Sache nach der anderen bekommen. Ich bin jetzt echt voll hier. Habe auch ein paar Level gemacht. Aber endlich diese Spitzhacken bekommen. Ey, Halleluja. Ihr wisst gar nicht, wie ich mich da gefreut habe, als sie gedroppt sind. So, dann wollen wir mal gucken. Und auch an Goldmünzen, wie ihr seht, ich habe da echt abgesahnt. Ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Level in der Zeit gemacht. Ja, gucken, den kann ich mehr tragen. Ja, weil ich logischerweise voll bepackt bin. Also das habe ich jetzt nicht aufgenommen, weil mich jetzt eine halbe Stunde dabei zuzusehen, wie ich hier rumirre, das bringt hier keinem was. So, ich habe jetzt mal diese Kristalle gelöscht, die benutze ich eh nie. Vielleicht ist ja was, was ich jetzt akut brauche in der Schatzkiste drin. Kugel des Schlafes. Ja, die habe ich auch einmal gefunden, habe ich dann auch verschlossen. Ja gut, ich habe ja mehr als genug Schlüssel. Also Schlüssel habe ich genug, das sollte kein Problem sein. Ich habe auch gelesen, dass man später unbedingt massig Schlüssel holen soll. So, soweit ich weiß, ist hier jetzt irgendwo unsere Freundin. Da, Pant. Kira! Oh, Panda! Lass uns hier verschwinden! Alles klar. So, dann wollen wir hier mal wirklich raus. Zum Schluss erwartet uns, soweit ich weiß, ein Boss. Aber da ich jetzt ja ein paar Level höher bin, quasi gegrindet habe, dürfte der jetzt kein sehr, sehr großes Problem. Ich weiß es allerdings nicht, wo genau der ist. Ich schätze mal, der wird am Anfang irgendwo sein. Ach ja, ich habe ja gar nicht mehr die Spitzhacke ausgerüstet. Da muss ich sagen, ist das Spiel auch so ein bisschen fummelig. Also ich weiß... Ja, und nächster Level, sehr schön. Ich hatte bei den Level-Ups einmal in Kraft, einmal in Immun und einmal gegen Reife investiert. Das wurde mir auch geraten, dass Reife durchaus gar nicht so schlecht ist. Deswegen mache ich das auch nochmal. So. Demnächst werde ich ihn wieder in Kraft machen, denke ich mal. Na, komm her. Also ich bin jetzt so mit Heil-Items und so weiter, der Boss kann eigentlich kein großes Problem mehr darstellen. Hoffe ich zumindest. Nicht, dass ich hier jetzt groß rumtöne oder gibt es ja einen auf den Deckel und einen auf den Deckel. Das wollen wir natürlich nicht hoffen. So. Aber echt deutlich, war echt am Verzweifeln. Also,
Da kann man echt nur froh sein, dass das in modernen Spielen eigentlich nicht mehr so designt ist, dass man quasi Sackgassen kommt. Stellt euch mal vor, klar, diese Schatzkisten, die haben ja eine bestimmte Zufälligkeit, was dort drin sein kann. Aber stellt euch mal vor, es droppt nie so eine Spitzhacke. Das ist doch krass, oder nicht? Aber wenn, dann droppen sie ja gleich in Massen. Da kommt vielleicht auch der Zelda-Fan quasi durch. Aber naja. Wollen wir mal schauen. So, ich muss jetzt hier nicht jeden erledigen. Auf die Erfahrungspunkte bin ich jetzt nicht mehr so angewiesen. Ja, ich wette, der Boss kommt bald, dann will ich mir schon mal hier Lebenstrank auf die B-Taste holen. Ja, was ist hier drin? Ach, noch mehr Lebensenergie. Also damit kann ich echt momentan zuscheißen. Ah ne, hier geht's gar nicht lang. Das Schlimme ist ja, weil ich ja zum Eingang gelaufen bin. Ja, wie ihr seht, da muss man ja mit der Spitzhacke durch. Ich konnte nur niemals dann quasi in den hinteren Teilen laufen. Musste ich hier immer dieselben Räume. Also die kenne ich jetzt hier mittlerweile echt auswendig. Da habe ich mich teilweise auch wieder ins Bett gelegt. Dann ist man ja geheilt. Da kann man hin. Das ist auch so geil, ne? Dungeon voller Monster, wo man sich durchkloppen muss. Raus darf man nicht, aber man kann sich gemütlich ins Bett legen und sich heilen. Naja, gut. Ich hab's ja überwunden. Das Trauma. Ja, den noch nicht ganz. Aber ihr, die ihr das damals gespielt habt, ihr habt wahrscheinlich auch ähnliche Situation mal gehabt, oder? Lee, sie gehört mir. Ja, die Musik ist geil. Okay. Boah. Wenn es so bleibt, ist der jetzt nicht so hart. Weil ich mich jetzt ja quasi unendlich heilen kann. So, genau, Frage. Das hat mir, ich glaube, der Rider gesagt. Genau. Nicht sehr effektiv. Ach, das war's schon. Ja. Vampir besiegt. Du erhältst den Schlafzauber. Zauber erlernt. Sehr schön. Bin ja jetzt nicht so der Caster. Ich eigentlich in allen möglichen Spielen bin ich ja immer eher so lieber so der Nahkämpfer unterwegs. So hier mit Schild und Schwert. So diese Caster-Sachen, die sind in keinem Spiel was für mich. Aber ich schweife ab. Bist du in Ordnung, Kira? Ja. Ja. Wendel liegt im Süden. Wir müssen uns beeilen. Okay, Wendel. So, ich greife hier mal zur Seite. Ihr hört es vielleicht, dass ich mal auch mal gucke, wo das ist. Okay, das ist da. Weil ich habe jetzt die tolle Karte. Aha, okay, kann ich da durch? Ah, okay, gut. Wie gesagt, danke, Water, für den Tipp mit der Karte. Es ist halt so, ne? Wenn man die Sachen halt nur lose kauft. Komm her. Du Schlingel. Okay, den kann ich nicht treffen. Okay, hier ist eine Sackgasse. Kann ich hier runter? Ja. Oh. Hier sind ja einiges unterwegs. Aber hier mit. Also ich muss sagen, hier die Waffe, da bin ich durchaus angetan. Ach, hier war ja dieser Schlüssel und sowas, ne? Ja, ja. Der Bronzeschlüssel, den brauche ich ja gar nicht mehr. Bei Cats.
guck grad, wie hier das gerade lang geht. Kann sein, dass ich da oben lang muss und dann nach unten? Weil Ben ist da ja so rechts unten. Und hier geht's wohl nicht lang. Warum eigentlich nicht, ne? Es ist so willkürlich hier. Die Leute hier mit dem Zauber. Da komme ich dann durch? Nee? Hilft vielleicht eine gute Spitzhacke? Boah, mein Inventar ist echt voll. Nee. Okay. Dann muss ich, glaube ich, echt dann oben lang hier. Das ist natürlich wieder schön, dass, also quasi schön, dass man so ein bisschen navigieren muss. Auch auf die Gefahr, dass ich mich jetzt hier grandios falsch anstelle. Also gucke ich immer so ein bisschen nebenbei auf die Karte, deswegen nicht wundern. Wenn mich alles täuscht, muss jetzt hier links gleich ein Krämerladen sein. Ja, okay. Ja, ich will auch gar nicht mehr tragen. Ich will einfach nur in den Laden rein, Leute. Hier, diese Schlafkugel, die brauche ich ja echt nicht. So, gibt's auch noch. Bonbon, ja, ja. Ja, so. Also, ich möchte gerne kaufen, und zwar alle Pickel, die du hast. So, kann ich irgendwas verkaufen, was ich nicht mehr brauche? Ja. Den Bronzeschlüssel, davon hatte ich ja jetzt zwei und ich glaube, das war ja sehr speziell darauf ausgelegt. Okay, Krämerladen ist da. Wie komme ich denn da rum? Also hier im Krämerladen jetzt links, das bringt nichts. Oder muss ich durch die Höhle im Sumpf? Okay. Also, ich merke schon, es wird tendenziell wieder eine Folge, wo ich relativ planlos rumrenne. Trotz der Karte. Aber durch die Karte weiß ich zumindest so ungefähr, wo ich hin muss, ne? Also, ich bin nicht komplett unfähig. Ich bin mir nicht sicher. Ich versuche mal, ne? Ob ich hier durch die Höhle denn irgendwie durch kann. Weil ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass jetzt hier rechts diese Gebirgskette ist und ich muss auf die rechte Seite von der Gebirgskette. Ja, hier haben wir den Bronzeschlüssel. Ich weiß nicht, ob man da jetzt auch irgendwie rauskam oder ob das jetzt nur diese eine Höhle hier war. Können wir natürlich jetzt auch komplett irgendwie täuschen. Eben hier so irgendwie, ne? Wobei, ich kann jetzt auch einfach da nur nach unten, ne? Wie gehe ich nach dem Ende? Hier war ja im Prinzip ja nur, dass ich hier die Sichel gefunden habe. Ich vermute, ich bin auf der falschen Fährte.
Also hier wird es nicht sein. Hier unten war ja dieser Zauberer, der uns geholfen hat. Oh, ja. Okay, die Höhle ist es definitiv nicht. Ich würde sagen, ich mache kurz mal einen Cut, dass ich mal kurz recherchiere, wo ich lang muss, bevor es zu langweilig wird. Bis gleich. So, entschuldigt für die kurze Unterbrechung. Ich war gar nicht so doof. Ich war auf der richtigen Fährte. Aber da wäre ich jetzt echt nicht drauf gekommen. Eigentlich mag ich es lieber, mir sowas selber zu erschließen. Aber weil ich das Let's Play natürlich für euch auch einigermaßen erträglich halten will. Oh, drei Schatzkisten. Ach, da wird nichts Wichtiges drin sein. Und zwar habe ich hier die falsche Waffe ausgerüstet. Darauf bin ich echt nicht gekommen. Aber eigentlich logisch, dass eine Sichelwaffe gegen Blätter hilft, ne? Naja, gut. Wie gesagt, ich werde auch in Zukunft dann immer wieder einen Schnitt machen, bevor ihr mich hier einfach planlos rumirren seht. Ich glaube, das ist dann zum Sehen auch nicht gerade das Interessanteste. So, jetzt muss ich ein Ding wegwerfen, damit ich das da aufwählen kann. Ich werfe mal die Salbe weg. Beim Zweifel kann ich das mit dem Lebenstrank hier ausgleichen. Ja. Auch nicht schlecht. Ich werfe eine Salbe weg, um eine Salbe zu bekommen. Auch nicht schlecht. So. Oh, mal gucken, wo Wendel ist. Das müsste hier irgendwo in der Nähe liegen. Das weiß ich, schätze mal, dass da rechts ist schon Wendel. Will mich zumindest. Ah, alle hier die alten Steelcraft Mana Gegner, ne? Ja, die brauchen schon zwei Schläge. Man merkt, das Gebiet hier wird höher leveriger. Auch die Misthaken werfenden Schweine sind dabei. Kannst du nicht mehr tragen. Jetzt bin ich aber neugierig, was da drin ist, weil es sind ja immer ein höherklassiger Gegner. Ah, hier ist Bonbon. Ah, nein! Och Leute, ich werfe eine Salbe weg, um eine Salbe zu bekommen. Ich verbrauche Bonbon, um Bonbon zu bekommen. Klasse. Willkommen in Wendel. Ja, danke schön. Die Wasserfälle lassen unsere Flüsse fließen. Ja, das Wasser kommt aus den Wurzeln des Mana-Baumes. Aha. Mana ist die Mutter der Natur. Ja. Habe ich das gerade gehauen? Oh. Ich schätze mal, wir müssen hier mal zum Boss, also zum Herrscher. Huh. Das sieht ja fast böse aus. Obwohl es ist kein Pentagramm in der Mitte. Xibba. Ich bin Xibba. Bogart erzählte von dir. Oh, ja. Es ist eindeutig das Symbol von Mana. Tritt vor und du wirst sehen, was du sehen musst. Ich glaube, richtige, gute Schriftgelehrten haben sie da auch für die Texte in Übersetzung nicht genommen. Naja, frühe 90er halt. Kira, Liebes, Mutter. Mutter? Diese Frau stärkte uns damals den Rücken. Hör mir gut zu, Kira. Du und ich, wir sind Mitglieder der Mana-Familie. Wir sind Früchte des Mana-Baumes. Der war seltsame Früchte. Vor langer Zeit missbrauchte Wandul die Mana-Macht. So versiegelte ich die Wasserfälle mit dem Amulett, sodass niemand den Baume erreichte. Doch erneut hat Glaive B.
Böses mit dem Baum vor. Die Gemma-Ritter müssen den Mana-Baum beschützen. Ach, ich schätze mal, wir sind einer dieser Gemma-Ritter. Das Bild der Mutter verschwindet. Mutter! Glaive greift uns an! Was? Ich bringe dich in Sicherheit, Kira. Also, Kira, danke. Ob ich den trauen kann? Wohin hat er sie gebracht? Ich sehe nach. Ach, hey. Er hat mich von hinten angegriffen. Das war schon einer der Fieslinge. Ja, okay. So. So, was Kämpfe angeht, packe ich mir mal Lebenstränke auf jeden Fall auf die B-Taste. Oh nein, Pogo-Puschel haben die Stadt gestürmt. Kann man sich eigentlich so eine Armee mit Pogo-Puscheln vorstellen? Hüpfen die auch alle irgendwie so in Reih und Glied oder so? Das haben sie die Kira doch nicht schon wieder entführt, oder? Ich hab's doch erst gerettet. Kira! Nein, es ist der Böse. Wie unerwartet. Julius, warum? Du hast mir schon mal geholfen. Ich war unsicher, ob sie die richtige ist. Aha. Man kann einfach so auf Verdacht entführen, oder nicht? Bis ich sah, was eben geschah. Ich habe nur auf diese Gelegenheit gewartet. Und nun ist sie in den Händen von Glaive. Kira! Oh. Oh. Der kann einiges, würde ich sagen. Du hast keine Chance gegen mich, Kleiner. Das ist ja auch nur so typisch, ne? Der Oberfiesling ist wesentlich mächtiger als der Held, aber lässt ihn am Leben, weil... ist so. Kira! Ich sollte mit dem Kira-Namen aufhören, weil meine Katze heißt ja auch Kira und die pennt hier gerade neben mir. Die guckt schon so skeptisch, warum ich dauernd ihren Namen rufe. Alles klar. Kira, wo ist sie? Julius verschleppt sie mit seinem Luftschiff. Oh nee. Ach stimmt, das Luftschiff ist hier auch auf der Karte. Ich werde... So nimm diesen Zauber. Du erhältst den Heilungszauber. Zauber erlernt. Ich hab doch schon. Ach, das ist der Lebenszauber, ne? Damit kannst du Wunden heilen. Danke. Ja, kann ich doch mit dem Lebenszauber auch. Hm. Okay. Simba ist hier. Achso, ja. Der Wasserfall-Monolog. Ja, ist in Ordnung. Ja, danke. Ja. So, aber ich habe hier gesehen, dass es Waffengeschäfte gibt und sowas. Das wird wahrscheinlich auch ein Krämer sein, ne? Hallo, kann ich dir irgendwie helfen? Wir sind ja aber ausnahmsweise sehr gut versorgt, was Sachen angeht. Die Zwergenhöhle liegt im Westen. Danke für diese random Information. Ja, muss ich da hin oder? So, da ist ein Schwert, das sieht doch schon mal nach einer schönen Einkaufsmöglichkeit aus. Hallo, wie kann ich dir helfen? Ich möchte gerne kaufen. Was hast du denn? Breiteisen. Wie bin ich denn überhaupt ausgerüstet? Entschuldigung, ich musste gerade aufstoßen. Wie bin ich überhaupt ausgerüstet? Waffe. So. Ich habe sowohl einen Bronze-Helm und Bronze-Rüstung. Gut. Das
können wir das schon mal ersetzen, würde ich sagen. Das nehmen. Und eine Eisenrüstung. So. Kann ich hier die ollen Bronze-Dinger verkaufen? Bronze-Schild brauche ich nicht. Oh, muss ich wieder. Achso. Ich muss jetzt ablegen wahrscheinlich, ne? So. Den Eisenhelm bitte anlegen. Und so. Ist auch geil, ich hau den. Ja, was willst du? So. Ich möchte auf jeden Fall. Ich bin etwas verpeilt gerade. Ich bin noch so traumatisiert von meinem sinnlosen Grinding, glaube ich. So. Ich denke mal, die alten Rüstungen, die braucht man. Oh, das habe ich geheim. Ja, egal. Gucken, was hier noch so ist. Wir sind jetzt auch schon fast durch. Ich würde sagen, ich erkunde jetzt nur kurz Wendel und dann geht die Reise dann auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter. Damit wir auch einen guten Abschluss haben. Und ich habe doch nichts gedrückt. Nein, nicht die Wasserfälle wieder. Ja, ist gut. Oh, jetzt habe ich so auf die Taste gehämmert, dass ich es nochmal geheilt habe. Naja. Was haben wir hier? Ich hörte, dass der Malerbaum sehr schön sein soll. Jupp. Und mit Wasserfällen und sowas, ne? So, ja. Dann würde ich sagen, dann machen wir hier Schluss. Ist eine etwas kürzere Folge geworden. Aber dann gehen wir dann mit neuer Energie denn und ohne blödes Grinden zwischendurch dann in die nächste Folge. Danke, dass ihr reingeschaltet habt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.